Okay, so, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Carsten Netzer, das hier ist Gründertalk von Gründen at Würzburg und heute wirklich etwas Außergewöhnliches. Das ist nämlich richtig cool. Ich bin hier mit Claudia und wir sind in einem Yoga-Studio. Man sieht es auch. Ich mache das mal hoch, das funktioniert natürlich nicht so gut. Ich bin hier schon barfüßig und der Grund dafür ist, das hier ist nicht irgendein Yoga-Studio, sondern hier wird gearbeitet mit Hitze, mit Wärme und ja, Claudia, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier bei deinem ganzen Termin und so weiter, um ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Möchtest du vielleicht kurz mal sagen, wo wir eigentlich genau sind und was das Besondere hier für Würzburg ist? Okay, ja hallo, ich bin die Clau. Ich bin eigentlich Würzburgerin, war lange weg und habe im Ausland angefangen, in den USA Bikram-Yoga zu praktizieren. Hat vielleicht schon der ein oder andere mal gehört. Dieses Yoga wird praktiziert bei 40 Grad Raumtemperatur und bei 40% Luftfeuchtigkeit. Das hat mir sehr gut getan. Ich habe mich da sehr viel begeistert, bin dann selber Lehrerin geworden und wollte unbedingt wieder zurück in meine schöne Heimatstadt. Und dann wurde aus der Not die Tugend, oder wie man sagt, ne? Genau, und deswegen bin ich wieder hier und habe hier ein Bikram-Yoga-Studio eröffnet am Berliner Ring. Wie lange gibt es das jetzt? Seit 7 Monaten gibt es uns, seit Anfang November 2015. Und du hast mir im Vorfeld erzählt, hunderte von Kunden, kann man ja tatsächlich sagen, haben hier schon entweder trainiert, Probetraining gemacht, sind Mitglied geworden, was natürlich fantastisch ist, wenn man überlegt, in 7 Monaten. Jetzt ist das ja so, 7 Monate, du bist also immer eine klassische Gründerin, kann man sagen. Mhm. Allerdings nicht, wie wir es hier in Würzburg oft haben, mit irgendwas Technischem, einer App, einem Programm oder so etwas oder einer Software, sondern du machst ja richtig etwas mit Hand und Fuß. Also das hier kann man ja richtig anfassen. Im Hintergrund übrigens, da sieht man das Studio und wir sind nur deshalb nicht so drin, weil wir da richtig schwitzen würden. Also das ist richtig warm, ich habe mir das vorhin mal angeguckt. Jetzt erzähl doch mal kurz, wie war das, als du dieses Studio hier aufgemacht hast? Du warst ja noch in Hamburg damals, nicht? Also du warst ja gar nicht hier. Nein, ich habe in Hamburg gelebt, wollte wieder nach Würzburg, habe versucht, das von Hamburg aus zu organisieren, hat natürlich nicht so gut hingehauen. Habe mir mehrere Immobilien angeschaut, bin immer extra nach Würzburg gefahren und das war, man muss vor Ort sein, um irgendwie zu verstehen, obwohl ich von hier war, ich war aber 12 Jahre weg, um zu wissen, so welche Ecke würde sich anbieten, wie sieht es mit Parkplätzen aus, wie ist es mit der Busanbindung oder mit Straßenbahn und so weiter. Und dann bin ich Anfang 2015 wieder nach Würzburg gezogen, um das eben besser vorantreiben zu können. Und habe dann auch ziemlich schnell diese Immobilie hier angeschaut. Das war im März, glaube ich, oder im April. Und dann hat sich das natürlich noch ein bisschen gezogen mit Ausbau und das alles unterschrieben war und so weiter. Jetzt sieht das natürlich, ich habe es mir angeguckt, du hast mir das ja alles gezeigt, dann sieht es natürlich richtig cool aus, aber so ein Yoga-Studio macht man nicht mal einfach so. Und dann kann ich mal, hey, heute mal ein Yoga-Studio aufbauen und dann am nächsten Tag habe ich das. Und insbesondere bei dir, und das ist eigentlich das Coole, du hast dir richtig Mühe gemacht, dass dieses Yoga-Studio hier nicht 0815 wird, sondern dass das so richtig schon auf Erfolg ausgerichtet ist. Möchtest du mal ein bisschen erzählen, wie du das genau gemacht hast und was für Arbeit du auch reingesteckt hast, um hier dann so ein Yoga-Studio aufzuziehen? Okay, also ich habe angefangen, dieses Yoga zu praktizieren vor 9 Jahren, das ist also schon eine Weile her. Bin dann Lehrerin geworden vor 7 Jahren. Habe dann eben einfach nur unterrichtet, bis ich dieses Studio aufgemacht habe, aber habe an sehr vielen verschiedenen Orten unterrichtet. Ich bin, als ich in den USA gelebt habe, das letzte Jahr habe ich meine Wohnung aufgegeben, habe alles ins Auto gepackt und bin ein Jahr lang rumgefahren und habe mir insgesamt in der Zeit 93 Studios, glaube ich, angeschaut. Insgesamt aber so 130. Also 130 Studios angeschaut. Studios, also Bikram-Yoga-Studios angeschaut, geschaut, wie haben die das mit der Hitze hinbekommen, ist der Raum gleichmäßig heiß, ist der gut isoliert, wie ist das mit der Luftfeuchtigkeit, haut es hin, wie sind die Duschen konzipiert, ist die Waschmaschine nah genug am Tresen, dass man mal schnell hingehen kann, um eine Wäsche anzuschmeißen und so weiter. Und habe eben auch geguckt, es gibt sehr erfolgreiche Bikram-Yoga-Studios und es gibt welche, die sind nicht so erfolgreich. Ja. Und habe eben einfach ein bisschen beobachtet, was ist da los, wie wird mit den Kunden auch umgegangen oder was herrscht für eine Atmosphäre, wie gut können Leute mit Geld umgehen, wie sinnvoll wird, für was wird Geld ausgegeben, für was wird keins ausgegeben und so weiter. Und habe da meine Hausaufgaben ganz gründlich gemacht, bevor ich dann das hier eröffnet habe. Und habe mir aber auch beim Ausbau wirklich Zeit gelassen. Ich hatte einen Architekten, der mir dabei geholfen hat und wir haben den Grundriss mehrmals umgeworfen und dann noch die Wand ein bisschen rüber und die Tür noch ein bisschen dahin, damit noch ein Regal dahinter passt und so weiter. Also ich habe mir
Zeit gelassen, würde ich sagen. Wie lange war denn diese Vorbereitungszeit? Ein Jahr, habe ich das richtig Von dem Moment, wo ich es besichtigt habe? Nee, so lange Vorbereitung. Also du bist ein Jahr rumgefahren, dann mit dem Architekten, wo du hier warst, die Planungen und so weiter. Also das Jahr rumgefahren bin ich schon 2012 und 2013. Ach so, okay. Also eigentlich von dem Moment an, wo ich Lehrerin war und unterrichtet habe, auch habe ich natürlich jedes Mal, wenn ich irgendwo war, mir so im Hinterkopf Notizen gemacht. Habe auch mal so ein Notizbüchlein dabei, bei mir Sachen aufgeschrieben. Und weil ich wusste, dass ich auf lange Sicht wahrscheinlich wieder nach Würzburg kommen werde und hier selber ein Studio eröffnen möchte. Und wenn man das jetzt mal genau betrachtet, eigentlich hast du zwei Dinge gemacht, die man jedem Gründer zurufen sollte, dass er das auch macht. Nämlich erstmal, du hast gescheit vorbereitet, du hast dir Studios angeguckt, du hast mit Inhabern von Studios gesprochen, du hast dir überlegt, was machen die. Und dann hast du dir nicht nur einfach die Sachen angeguckt, sondern hast dir angeguckt, warum funktioniert etwas nicht, und hast dann daraus deine eigenen Schlüsse gezogen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, weil das ist im Prinzip das, was jeder Gründer machen muss. Und dann nicht einfach nur mal gucken, was könnte man machen, sondern auch zu gucken, warum funktioniert etwas? Warum funktioniert etwas nicht? Wie kann ich es besser machen und so weiter? Mhm. Und das, glaube ich, ist super. Deswegen hast du ja auch innerhalb von 7 Monaten so viele Kunden hier schon bekommen. Jetzt nur noch eine abschließende Frage natürlich. Yoga, jetzt ich selber mache kein Yoga, also ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, klar, natürlich. Aber ich bin jetzt Anfänger. Ist das ein Problem oder sind das hier fortgeschrittene Kurse? Wie ist das? Oder auch wenn jemand fortgeschritten ist, kann er dann trotzdem hierher kommen? Ja, genau. Also wir machen immer die gleichen 26 Übungen und 2 Atemübungen. Immer bei 40 Grad. Der Kurs dauert immer genau 90 Minuten. Man kann kommen, wann man möchte. Im Moment haben wir 11 Kurse auf den Stundenplan. Es soll dann mehr werden. Im Moment bin ich die einzige Lehrerin vor Ort, deswegen gibt es nur diese 11. Also man ist jetzt nicht festgelegt auf Mittwoch oder Donnerstag oder sonst irgendwas, sondern man kann kommen, wann man möchte. Es macht jeder denselben Kurs. Jeder macht auf seiner Matte, was er kann. Okay. Das heißt, wir hatten die jüngste Schülerin, die da war 13, die älteste 73. Haben alle durchgehalten, sind die ganzen 90 Minuten im Raum geblieben und haben gemacht, was sie können. Haben auch oft Leute mit Verletzungen, mit dem Knie, mit Fußgelenk, was auch immer es ist, oder mit der Schulter. Und jeder macht eben das, was er kann, so gut wie er es kann. Okay. Geht an seine eigene Grenze, bekommt da den Nutzen aus der Übung und mit der Zeit verschiebt sich die Grenze. Okay. Wie die Übung im Prinzip aussieht, ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, was die Übung im Körper, mit dem Körper macht. Also, ne, das. Wir üben auch ganz gezielt Druck aus auf alle möglichen Drüsen, Organe im Körper. Es ist also nicht nur muskulär, sondern es ist wirklich Medizin von innen nach außen irgendwo. Okay, das heißt also, wir machen ein zweites Video, da gucken wir uns das mal an. wahrscheinlich nicht mit mir in Aktion, eher so mit dir in Aktion. Ich filme das Ganze dann. Man könnte ja... Nee, also damit fangen wir es gar nicht an. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal und auf jeden Fall macht Yoga. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.